Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video und in diesem Video möchte ich auf das Thema Todessehnsucht und Suizid eingehen. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und immer wieder treten junge Klientinnen oder Menschen an mich heran und sagen mir, es macht alles keinen Sinn, das Leben ist nichts für mich, ich möchte aus dem Leben scheiden, ich möchte einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen. Ich möchte wissen, was du oder was sie davon halten. Was halte ich vom assistierten Suizid? Was halte ich vom Suizid? Was halte ich von Todessehnsucht? Das ist ein riesiges Thema, das ich nicht in einem Video abhandeln kann, denn dann würde das so aussehen, als wäre das so ein Mini-Thema, über das man schnell ein paar Worte verliert und dann ist auch schon wieder gut. Nee, so ist es eben nicht. Es ist so, dass das Thema Tod uns ja immer im Leben begleitet. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich mit Mitte 20 mit dem Tod unmittelbar selber in meinem Privatleben konfrontiert war, als mein erster Mann an Sekundenherztod, so wurde es zumindest als Todesursache benannt, gestorben ist. Ich glaube, dass es wichtig wäre, auf Intensivstationen zu gehen, so wie ich das nach dem Tod meines Mannes instinktiv machte. Ich habe dort wissenschaftliche Forschung betrieben, aber ich ging nicht umsonst dorthin. Das Leben hat mich dahin geführt, einfach um zu sehen, wie Menschen um ihr Leben kämpfen, ringen, wie dieser Überlebenstrieb oft erst aktiviert wird. Und da sind wir beim zentralen Punkt dieses Videos, wenn es wirklich auf das Messer schneidet. Solange du genug zu essen hast, kümmerst du dich nicht darum, wie du an Essen rankommst. Und solange du genug zu leben hast und dieses Leben so wie uferloser, weiß ich nicht, Tsunami, Wassermassen vor dir liegt und du da überhaupt nicht mehr weißt, wo es lang geht und wie du da durchschwimmen kannst durch diesen reißenden Strom der Ereignisse, die dich mitreißen, wo du aber das Gefühl hast, du kannst da überhaupt nicht mitbestimmen. Solange dieser Zustand ist, dass du dich überschwemmt, überflutet fühlst von den Ereignissen, die fremdbestimmt sind, großteils, die du dir nicht ausgesucht hast und die sich auch großteils Angst erfüllt und unangenehm anfühlen, so lange kannst du nicht festen Boden unter den Füßen kriegen. So lange kannst du dich nicht im Leben verwurzelt fühlen. So lange kannst du nicht dich zu Hause fühlen im Leben. Denn letztendlich, das sage ich dir so wie es ist, geht es darum, im Leben anzukommen, nicht nur dahin zu leben und zu leben, weil man halt muss und weil es halt so ist. Und man wurde ja bekanntlich, wir alle wurden nicht gefragt, ob wir leben möchten. Wir haben diese Eintrittskarte ins Leben einfach so mitbekommen. Da war keiner, der gesagt hat, möchtest du leben, möchtest du lieber nicht leben. Nein, wir haben uns alle hier gefunden. In der Philosophie sagt man auch, man ist ins Leben hineinkatapultiert, hineingeworfen worden, sagen viele Existenzphilosophen. Und ich glaube, dass es dieser Begriff sehr gut trifft. Ne? Wir finden uns hier wieder, keiner hat uns gefragt und dann gilt es etwas mit dieser Situation anzufangen, dass ja, das für uns und für andere Sinn macht. Denn genau das ist sozusagen die Kultur des Daseins, dass wir Sinn machen mit unserem Dasein, dass wir das Gefühl haben, das Dasein, also unser Leben, erfüllt mich, weil das, was ich tue oder wie ich selbstwirksam bin, also wie ich sozusagen auf andere und mich selber, vor allem auf mich selber wirke, das macht Sinn. Dieser Sinn ist es, um den es geht, ja, und dieser Sinn ist, gebe ich zu, ein schwammiger Begriff, man kann ja nicht sagen, dass das, was für Person A Sinn macht, auch für Person B, C, D, E bis Z Sinn machen muss. Es kann sein, dass meine psychotherapeutische Tätigkeit für dich überhaupt keinen Sinn macht und du das Gefühl hast, was macht die den ganzen Tag? Die führt ja nur Gespräche, hört sich irgendwelche Menschen an und geht dann nach Hause und hat das Gefühl, das macht Sinn, für mich macht das keinen Sinn, für mich macht es Sinn, körperlich zu arbeiten oder kreativ zu arbeiten, Bilder zu malen, was auch immer. Du hast den Auftrag, du hast die Mission, deinen Lebenssinn zu entdecken, zu entwickeln, rauszufinden. Entdecken heißt, dass du überhaupt erstmal bestimmst, was deine Interessensgebiete sind und deine Wirkgebiete. Aber wenn ich sage, ich interessiere mich für Briefmarken sammeln oder eine Schmetterlingssammlung, dann heißt es noch nicht, dass ich mich dafür entschieden habe, in diesem Gebiet meiner Aufmerksamkeit, meines Interesses auch wirksam zu werden. Das ist erst der Fall, wenn ich sage, okay, ich werde eine Schmetterlingsforscherin oder ich versuche, meinen Beruf dahingehend zu gestalten, dass ich genug Zeit habe, um in der Freizeit mich meinem Hobby Briefmarken sammeln zu widmen. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Sinn
nicht nur zu entdecken, also diese Interessensgebiete für dich herauszufinden, das ist Punkt 1, sondern auch den Sinn zu entwickeln. Das heißt prozessual. Prozessual heißt, es geht nicht von heute auf morgen, sondern du wächst in dieses sinnerfüllte Dasein hinein, indem du in eine bestimmte Richtung guckst. Okay, mich interessiert zum Beispiel die Arbeit mit Menschen, und dann wächst du in eine Tätigkeit hinein, Learning by Doing, indem du einfach Dinge tust, indem du mit Menschen zusammenkommst, dann ergeben sich Gespräche, dann ergeben sich Aufgabengebiete, dann erbringst du irgendwelche Leistungen, kriegst positives Feedback und Wertschätzung. Darum geht es ja vor allem, um dieses Wunder der Wertschätzung, und dann bist du sinnerfüllt und fühlst dich in nächster Instanz, so hoffe ich doch für dich, zu Hause im Leben, angekommen im Leben. Denn zu leben heißt noch lange nicht angekommen zu sein im Leben, und zu leben heißt noch lange nicht zu Hause zu sein im Leben. Und ich sage zu den Klientinnen und zu den Menschen, die zu mir kommen und in jungen Jahren schon sagen, ich möchte sterben, ich will dieses Leben nicht, dann sage ich, du hast diese von mir genannten Punkte noch nicht durchgemacht. Du hast dich noch gar nicht entschieden. Du hast diese so wichtige Entscheidung, nicht nur für dein Interessensgebiet, sondern auch dafür einen Sinn in deinem Leben zu stiften, denn der kommt nicht vom Himmel gefallen. Den kannst du dann nicht vom Boden aufheben und sagen, so, da habe ich ihn, das ist mein Lebenssinn, den stelle ich mir aufs Nachtkästchen. Nein, da musst du dran arbeiten, aber du musst auch Lust drauf haben zu arbeiten, denn diese Arbeit ist, sage ich immer, wie Gartenarbeit. Manchmal tut einem das Kreuz weh, aber letztendlich macht es Spaß und dann erblüht ja doch alles. Also Leben ist tätig sein, tun. Auch Psychotherapie ist tätig sein und tun. Viele sagen zu mir, Psychotherapie, gut und schön, aber was soll ich da eigentlich tun? Ich gehe da zu einer fremden Person, schütte der auf Knopfdruck mein Herz aus, die gibt mir gute Tipps und die kann ich dann letztendlich gar nicht anwenden. Also what? Ja, leider in vielen Fällen läuft es genauso, wie ich jetzt gerade ein bisschen parodistisch erzählt habe. Nämlich wirklich, dass Menschen mit so einer naiven Annahme zur Psychotherapeutin gehen, die wird es schon richten. Die wird mir schon sagen, wo es lang geht. Die wird mir schon heiße Tipps geben, und wenn ich die umsetze, dann bin ich safe. Ja, und dann machen sie die Erfahrung, dass es eben genau nicht so ist, sondern andersrum. Sie selber müssen tätig sein, und zwar nicht in der Sitzung. Da reicht es, wenn sie tatsächlich mit ihrer Therapeutin offen sind, mit ihrem Therapeuten, sondern nach der Sitzung, zwischen den Sitzungen. Da geht es darum, wirklich zu leben. Ja, leben. Der Kanal heißt ja nicht umsonst Liebesleben. Im doppelten Wortsinn, also einmal geht es um das Liebesleben mit dir selber. Liebst du dich denn? Bist du selbstfürsorglich? Bist du selbstachtsam? Ich mache jetzt am Wochenende ein Seminar am Dachstein mit Teilnehmerinnen aus Deutschland und Österreich. Aus der Schweiz ist leider niemand dabei. Dabei ist es doch so ein schöner Berg, der Dachstein. Wenn du last-minute-mäßig noch hinzukommen willst, dann komm doch morgen hinzu. Oder musst dich vorher einbuchen und mir natürlich eine E-Mail schicken. Ja. Schweiz wird ein bisschen weit die Anreise sein, aber nichts ist unmöglich. Ne? Jetzt mache ich die Raute. Seht ihr, die Raute ist schon besetzt. Ne? Das kann man gar nicht mehr machen, ohne dass man eine Assoziation, eine Verknüpfung damit hat. Also eben, ja, ihr wisst schon. Und so ist es ja auch mit Psychotherapie. Man hat eine Assoziation und leider eine falsche sehr oft. Nämlich, dass man da nichts tun muss, sondern dass die Expertin für einen macht und tut. Und so ist es eben nicht. Und so ist es auch nicht im Leben. Es ist nicht so im Leben, dass wenn du einfach da bist und abwartest, was passiert, dass dann wirklich das passiert, was dir Sinn gibt. Es ist ein Tun. Es ist ein Tätigsein. Es ist ein Wollen. Es ist ein sich einlassen, es ist ein Entscheidungen treffen und dann dabei bleiben. Es ist ein sich selbst akzeptieren in der Entscheidungsunwilligkeit oder Unfähigkeit, die manchmal da ist. Es ist ein Abfedern von Situationen und es ist eine Akzeptanz dessen, was da ist, des Lebens und des Todes und dessen, was das Leben ausmacht. Dieser Sinnfindung, Sinnentwicklung. Ja, jetzt habe ich dir grob abgesteckt, worum es geht. Und ich sage eben zu den Klientinnen und Menschen, die sterben wollen, geht doch zuerst auf Intensivstationen, geht in orthopädische Rehabilitationskliniken, wo Menschen Körperteile verloren haben und wieder zu gehen lernen, geht auf neurochirurgische Intensivstationen, guckt euch das an, wie Menschen von einer Sekunde durch eine Hirnblutung oder einen Herzinfarkt oder ein Hirnödem oder was auch immer aus dem Leben gerissen wurden. Guckt euch das an, wie alte Menschen noch an ihrem Leben hängen und sich freuen, wenn sie noch
irgendwas machen können, wie zum Beispiel die Tischplatte polieren jeden Tag. Es geht darum, einfach Sinn zu finden, der ist nicht schon von vornherein da. Ja, sei doch da ein bisschen einfallsreich und kreativ und mach nicht gleich den Shutdown in deinem Kopf, indem du sagst, das ist alles nichts wert, ich will das nicht, ich mach das nicht, nur weil du eben noch nicht siehst. Du siehst ja den Sinn nicht, weil dieser Tsunami an Ereignissen, an Fremdbestimmtheit dich überschwemmt. Und solange du in dieser Welle drin bist, kann kein Sinn wie so eine Insel vor dir stehen, auf der du dann landen kannst. Ich will dir mit diesem Kanal ja helfen, diesen Sinn zu entwickeln, zu finden. Zu entwickeln heißt, es ist so, wie wenn du einen Schal strickst, der ist ja auch nicht mit einer Masche schon gestrickt. Das ist ein beständiges Dranbleiben und Tun und vor allem ein Ziel sehen. So wie wenn du einen Schal strickst, hast du den Schal als Ziel. Und wenn du dein Leben lebst, hast du ein gutes Leben als Ziel, so hoffe ich doch. Ein sinnerfülltes Leben, ein Leben, das für dich und für andere Sinn macht. Und das voller Gefühle sein darf, voller Gefühle. Negative wie positive Gefühle gehören dazu. Und da sind wir wieder bei der radikalen Selbstakzeptanz. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir ein paar Impulse, ein paar Inputs geben konnte. Ich weiß, es ist ein heißes Eisen, das ich hier immer wieder anfasse. Suizid, Suizidprävention, assistierter Suizid. Davon rate ich dir vollkommen ab. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Fälle, wo das tatsächlich überlebenswert ist, wenn jemand wirklich solche unheilbaren Schmerzen hat und überhaupt keine Lebenserwartung mehr. In bestimmten Fällen kann man tatsächlich über so eine passive Euthanasieform sprechen. Da gibt es diese Minimaltherapie im Krankenhaus, wenn jemand wirklich schon quasi lange, als Beispiel, ich habe das gesehen bei Patienten mit apalischen Syndrom, bei Patienten im Wachkoma, sagt man auch dazu, dass die halt jede Woche irgendwas hatten, eine Infektion und ja auch nicht ansprechbar waren, eben im dauerhaften Koma lagen und da haben dann manche Angehörige schon darum gebeten, die doch einfach sterben zu lassen, anstatt nochmals die Lungenentzündung, die dieser Patient schon zum fünften Mal in einem Quartal entwickelt hatte, mit Antibiotika zu kurieren. Also das sind dann immer ethische Grauzonen, ethische Grenzfälle, wo man ganz genau hingucken muss auf den Einzelfall, ob hier wirklich diese eine letzte Lösung, zum Beispiel der passiven Euthanasie, der sogenannten Minimaltherapie, wo dann nur mehr Flüssigkeit gegeben wird, aber keine Medikamente, die das Grundproblem behandeln oder gar heilen würden, ob man so etwas erwägen kann. Aber ich komme ja aus der Bioethik von meiner Grundausbildung her, also das ist ein endloses Thema, es ist auch schwierig, das auf YouTube zu kolportieren, weil man da wirklich sehr differenziert und auch in Fachbegriffen denken und reden müsste. Aber ich hoffe dennoch, dass ich dir mit diesem Video nur diesen einen Impuls mitgeben kann. Es ist ein Tun und nicht ein Abwarten. Es ist ein sich auf etwas einlassen und nicht ein sozusagen vor verschlossenen Türen stehen und sagen, nö. Weißt du, aus dieser Haltung hoffe ich, dass du mit mir auf diesem Kanal und mit dieser Community rauskommst. Ja, morgen geht's steil bergauf auf den Berg. Ich habe auch vor, von dort ein paar Videos zu schicken, zumindest zeitversetzt. Ich weiß nicht, ob ich in der Situation im Seminar selbst dazukommen werde. Mal gucken. Tschüss, bis gleich, freue mich auf dich.